Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Soloing Challenge gemeinsam mit Andi. Ich heiße euch herzlich willkommen. Hi, hi. Ja, wir machen weiter mit dem Radweg, ne? Da, wo wir stehen geblieben sind halt. Genau. Und der Plan war ja irgendwie wie folgt, oder was wir jetzt ja gerade abgesprochen haben. Wir machen den Radweg und dann gehen wir wieder hoch zur Kampfarena in Saffronia City. Ja, jetzt sollten wir auch einigermaßen annehmbares Level haben. Problem an der Sache ist aber bei mir dann nur, ich kann nicht fliegen. Okay, dann musst du irgendeines deiner lebenden Pokémon suchen. Aber ich habe eine Idee. Ne, ich habe schon eine Idee. Nein, okay. Ich kann nämlich, wenn ich den Radweg geklärt habe und ich dann oben bin, kann ich ja rechts nach Prismania City und dann ist ja, ne, wenn ich dann Prismania City durchfahre, ganz nach rechts und so, dann ist ja da ja schon Saffronia City. Okay. Du wirst schon wahrscheinlich ein Part sehen, was ich damit meine. Ich weiß schon, was du meinst, aber sicher, dass da keine Trainer mehr sind? Nein, sind da nicht. Keine Sorge. Das weiß ich sogar zu 100%. Nur der Radweg, nur die Trainer sind mir hier im Weg. Das weiß ich zu 100%. Gut. Ein Machomai auf Level 26? Wie bitte? Das geht ja gar nicht. Ja. Wie bitte ist das jetzt zustande gekommen hier? Also ich bin jetzt gerade links neben dem Gras. Ja, ich bin gerade links von der gesamten Route halt. Hallo Macholo. Hallo Machomai heißt es bei mir wohl eher. Jesus Christus. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet tatsächlich. Aber es muss massig Erfahrungspunkte geben, oder nicht? Bestimmt. Boah, 1074. Dafür, dass es 26 ist, ist das eigentlich ziemlich geil. Da ist das Machomai. Okay, jetzt habe ich es auch gesehen. Ah, Glatzkopf Götz, meinst du? Boah, wie sehe ich denn Machomai? Salat, komm du mal her. Einen seltenen Anblick, den man hier hat. Geowurf trifft gegen Murmel. Sowas sieht man auch sehr selten. Okay, Murmel, gut. Mach du nur Gesichte, ich mach weiter Rasierblatt. Murmel braucht. Ach, Murmel entwickelt sich schon auf Level 37. Hey, ich hab einen Gengar. Was schon? Pokémon auf Level 37? Ja, mein Murmel. Ich bin jetzt hier durchgerusht mit Murmel halt, ne, die ganze Zeit. Jetzt habe ich meinen Gengar. Yes! Ja, okay, ich habe ja letzten Part auch Turtok bekommen, aber. Hä? Wie hä? Wie viel EP hat das Machomai bei dir gegeben? 1074 oder so. Hä? Warum hat das bei mir dann 1198 gegeben? Okay, meinst das du, ist wirklich anderes cool. Machomai als ich. Das wäre ja. Ich glaube, du hast ein anderes Machomai, oder? Welches Level war das Machomai, das du besiegt hast? Weiß ich nicht, habe ich nicht drauf geguckt. Schade, das hätte mich jetzt gerne interessiert. Ich glaube, wir haben ein anderes. Oh, das ist jetzt natürlich. Hast du gegen den hier gekämpft? Wir sind Biker, Könige des Highways. Ja. Klar. Mal, nee, wir haben doch den Namenabgleich gemacht. Ach, egal. Wir werden das im Part dann. Ach komm. Slymog? Level 33? Bitte was? Okay, klingt schockierend, aber das stört mich tatsächlich noch relativ wenig. Alter, Andi! Sadness ist ja Level 34, also nur ein Level über das Slymog. Knochenmerang hat das Teil auf ungefähr irgendwie 2 KP runtergeballert, also nur einmal getroffen halt. Heilige Mutter Maria bringt der Kampf nicht. Heilige Mutter Maria bringt dieser Kampf. Ach mal, meine Pokémon können aber auch keine Gegner besiegen, oder? Irgendwie bleibt immer ein KP übrig. So, einfach weil ich es kann, kommt jetzt der Giftstachel. Alter, hier sind noch voll viele Trainer. Smogon mit Giftstachel besiegt. Man sieht man das schon mal. Hier sind noch voll viele Trainer. Ich glaube, wir schaffen das nicht mit der Kampfarena. Ah, das wollen wir doch erstmal sehen. Okay. Herausforderung Smogon angenommen. Oder Herausforderung angenommen. Also ich. Du sagst, in die Mitte ist. Ne, aber links. Nicht Mitte, fahr nach links halt, ne? Jo. Wehe, du vergiftest. Wehe. Du vergiftest, Mann! Nein, ich setze zweimal Energiefokus hintereinander ein, Alter. Denke ich, damit erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich Volltreffer mehr mache oder was? Bestimmt. Oh, Mann! Was spiele ich? Biker, König des Highways. Okay, gut, kenne ich. Ja, der fängt uns Smogmog an. Da ist das Slymog. Hallo. Das genau. Das meine ich ja.
Jetzt werde ich bestimmt auch gleich vergiftet. Ich, Trottel, habe kein Gegengift. Ich wurde gar nicht vergiftet von dem. Ich wurde vergiftet vom Smogmog. Also das Pokémon, was danach dann kam. Also der andere Trainer. Oh, Komprimator, bitte. Krüger, bitte mach mich stolz. Ich glaube, das ist einer der anstrengendsten Routen, die ich jemals machen musste, Alter. Ja, Volltreffer. Danke, Krüger. Nochmal Komprimator. Einmal Rauchwolke, weißt und ich treffe das nichts Problem mehr. Ist, ich habe kein Gegengift dabei. Aussetzer geht daneben. Glück gehabt. Du machst Volltreffer ohne Energiefokus. Ich setze Energiefokus ein und mache nicht mal welche. Schon wieder vergiftet. Eieiei. Ich switch jetzt das Pokémon. Das geht mir gerade richtig auf den Sack hier. Also ich komme gerade echt gut voran, finde ich. Ich eigentlich auch die ganze Zeit, bis das auf einmal kam. Enki. Ich komme die ganze Zeit mit meinem Oberschenkel gegen die Speed-Taste meines Controllers. Verdammte Scheiße. Und das nur, weil ich mich die ganze Zeit... Ich habe mich jetzt hier in so einer ganz komischen Position hingesetzt auf meinem Stuhl. Also für die Zuschauer, ich habe Andi auch gerade erzählt, ich habe irgendwie so ein komisches Stechen gerade bekommen in den Seiten. Deswegen sitze ich hier gerade so ein bisschen anders, so komisch. Schon wieder vergiftet! Du erzählst so schön und dann kommt dieser Zwischenruf. Ja, das kann doch nicht sein! Boah! Alter! Da ist meine Laune von ganz oben bis ganz nach unten innerhalb von ein paar Sekunden geschossen, ey. Macho bei, eieiei. Das hat's gereimt. Was ich sagen wollte ist, ich habe so komische Stechen nämlich bekommen und deswegen sitze ich hier gerade so komisch angelehnt an meinem Sitz, Armlehne und dann sitze ich hier so, dass ich meinen Controller an meinem Oberschenkel halte, dann komme ich zwischendurch mal auf die Speed-Taste mit meinem Oberschenkel, wenn ich das so leicht runterdrücke, weil die Speed-Taste bei mir auf den unteren Schultertasten von meinem Controller halt. Deswegen nicht wundern, wenn zwischendurch auf einmal so gespeedet wird, unintentionally. Keine Sorge, es ist nicht oft passiert, nur zweimal jetzt gerade, aber auch nur ganz minimal. Kein Problem. Also nichts Gravierendes. Ich weiß jetzt auch, welchen Typ mit Machomai du meintest. Ist da drunter noch ein Trainer? Ja. Achso, du meinst von dem Typen Machomai. Weil da ist keiner mehr drunter, nein. Okay, gut, dann kann ich ja nach oben gehen. Das kannst du. Was willst du, Tröte? Sagt er zu mir. Ich will heilen. Ich möchte auch vieles in meinem Leben, aber ich bekomme auch nicht alles. Aber heilen bekomme ich. Ja, du kannst wenigstens fliegen. Das wird bei mir ein bisschen problematisch. Nein, ich suche Limonade raus. Ah, okay. Habe ich auch gerade gemacht mit Supertrinke. Ich hätte jetzt fast aufs falsche Pokémon eingesetzt. Ach, das ist auch so. 20 KP wenn man das auf das falsche Pokémon einsetzt, weißt du, dann verklickt man sich und hat man irgendwie so 2 KP bei einem anderen Pokémon geheilt mit einem Hypertrank. Autsch. Es wären 29 gewesen, aber dennoch, es muss ja nicht sein. Ich weiß jetzt, gegen was für ein Machomai du gekämpft hast. Okay. Hallo Machomai Level 29, na? So, ich gucke hier gerade nach oben. Ey, im Moment, da bin ich ja weiter als du. Ist gut möglich. Ich fahre hier gerade nach oben und allzu viel dürfte da nicht mehr kommen. Nein, wieso setzt die Stärke eigentlich ein? Ich setze jetzt mal einen Klaue ein. Aber es reicht trotzdem. Vielleicht deswegen. Ach, du liebe Zeit! Das viele. Ja, habe ich doch gesagt. 5 Trainer. Habe ich doch gesagt. Wir müssen so ein bisschen aufs Gaspedal treten, weißt du? Ich meine, okay, wir haben erst 10 Minuten, aber du hast recht. Ach, verdammt, nein. Ja, ich sortiere auch gerade meine Angriffe, also... Smog, bitte, 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 bitte. Ich wurde von Smog die ganze Zeit paralysiert. Ja, natürlich. Paralysiert wurde ich von das Smog, auch, ganz klar. Das auch. Hier sind keine 5 Trainer, hier sind 6, wollte ich mal ganz kurz anmerken, ne? Ja, ich habe nicht alle gesehen. Da ist vielleicht rechts noch ein weiterer. Und Blauser levelt mir davon. Und Gengar ist bei mir halt auf Level 37, ne? Blauser ist bei mir auf Level 36. Was ist denn dein am tiefsten gelevelt? Sag das mal. 33, glaube ich. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Punkt. Schon wieder Vergiftung! Nein, nicht mal. Das
Das, mein niedrigstes Level aus dem Team ist 34. Verschnitt ist 34, Panzer ist 34 und Zahnarzt ist 34. Warum sind die bei dir alles hochgelevelt? Wobei, ne Moment, ich glaube, ich dürfte inzwischen auch Level 34 irgendwo haben. So, ich nehme jetzt aber mal Yokozuna von der Spitze. Rauchwolf! Alter, ich könnte das ganz... okay, also bei mir sind die Level jetzt 34, 35, 34, 35 und 37. Ah, das ist nicht schlecht. Es reicht nicht mal und es ist jetzt wieder Rauchwolk ein. Also, weil du hast anscheinend gerade sehr viel Spaß. Oh, ah, Kopfnuss trifft trotzdem, ey. Danke, Gott behüte, Alter. Alter, leck mich am Arsch. Also, ich, bei mir ist das gerade hier super chillig. Das war es bei mir eigentlich auch die ganze Zeit. Weißt du, von wegen Status letztens, ne? Ich ja? habe diesen Part noch keinen einzigen Status abgekriegt. Ja, jetzt krieg ich die ganze Zeit Statuseffekte. Und irgendwie davor Paralyse, Schlaf, Paralyse, Paralyse. Ja. Dürfte ich mal kurz, ganz kurz anmerken, dass ich 5 Sonderbonbons habe? Ich bestimmt auch. Müsstest du auch. Du hast dieselben Items aufgesammelt wie ich eigentlich. Na. Ich muss den Sternenstaub noch holen. Ach ja. Ach komm, auf den kannst du doch pfeifen. Nein. Sternenstaub. Das kannst du nur verkaufen. Nein. Doch, genau, eben. Aber komm. Geld. Brauchst du diesen Sternstaub unbedingt? Ich habe 60.000 Poké-Dollar. Ich nicht. Ich aber. Soll ich dir was abgeben? Nein. Gib mir deine Bankdaten, ich schicke dir. Ich habe Angst. Wieso? Smogmog Level 33. Ah, bei dem Trainer bist du. Den habe ich vorhin besiegt. Was? Ja. Du hast schon einen von denen gemacht? Hm. Ach, auch Wolke, bitte. So, okay, jetzt werde ich bestimmt auch Probleme haben. Inwiefern? Schlitzer geht daneben. Oh. Deswegen. Oh, Wolke. Bitte, Smogmog, bitte. Warte mal, wieder daneben. Wer hat wann gedacht? War das nochmal? Wann hat nochmal Verschnitt Borschnabel erlernt? 40 oder so. Okay. Und ich werde auch vergiftet. Na gut, okay, irgendwann muss das passieren. Alter, Murmels Backsprite, also der von Gengar, ne? Sieht, also, sorry, aber das sieht aus. Der sieht richtig dick aus. Aber so richtig. Okay, ich wechsle doch raus. Ich habe nicht rausgewechselt, weil ich Angst vor Explosionen hatte, aber... Ich weiß immer, wann es zu viel ist. Naja, eigentlich nicht, aber... Wie dick Murmel einfach aussieht. Backsprite. Das sieht so aus wie aus der Weihnachtssaison, weißt du? So voll gefuttert bis zum geht nicht mehr. Passt ja auch zur Jahreszeit gerade. Ach, ja, stimmt auch. Als würde er, keine Ahnung, so 2 Monate im All-You-Can-Eat XXL-Burger sich den Magen verschlagen haben, weißt du? So, zweiter Trainer wurde auch mittlerweile besiegt. Ich habe schon 3 besiegt. Ja, ich bin gerade beim dritten. Das ist halt, ne, ist nicht so leicht, wenn man die ganze Zeit vergiftet wird, man das aufheilen muss und dann... Ach Gott. Solange die nur Level 29 und sowas haben, ist das ja alles gut. Verschnitt one-hitted aber meistens trotzdem nicht mit seinem Schnabel. Ja, wird höchste Zeit für eine bessere Attacke. Boah, Schnabel! Oder fliegen! Fliegen! Viel geiler! Es one-hitted. Alter, Verschnitt ist 6 Level über dem Macholo und es one-hitted nicht mal mit dem Schnabel. Wie gesagt. Ist das für ein Arsch? Du, der Trainer ist auch besiegt. Und er sagt einfach nur, nein, nein, nein. Aus der Zeit des Dritten Reiches sind wir schon raus, mein Freund. Sag denen das mal. Oh Gott, da könnte ich jetzt eine Reference bringen, aber ich weiß nicht, ob ich das... Ach, scheißegal. Weißt du, die tragen ja auch eine Glatze und so, ne? Ja, ich weiß, das hab ich jetzt gesagt. Ist nein, okay. Nein, ist nicht deswegen. Okay. Die Macholos sind leider irgendwie fast alle kein One-Hit und machen mir ziemlich viel mehr Schaden, als ich gerne hätte. Oh, warte mal, du darfst wieder kurz pausieren. Es gab eine minimale Unterbrechung, aber es geht sofort wieder los und wieder weiter für euch Zuschauer. Bist du wieder dabei? Ja, ja, klar. Ich habe schon wieder meinen Move hier eingesetzt. Du bist gerade ziemlich leise bei mir. Wie, ich bin ziemlich leise? Jetzt nicht mehr, okay. What? Ja gut, kann vielleicht an der Connection liegen oder so. Noch ein Menki, hey.
Davon. Irgendwie, das wird so monoton hier einfach bei den ganzen Bikern. Immer dieselben. Aber wir sind ja gleich fertig. Ja, das stimmt. Immer dieselben Pokémon. Ein und das eine und dann wieder ein Macholo, dann kommt wieder ein Mankey, dann kommt wieder ein Smogon. Wobei Slimer war sogar selten. Smogon möchte ich nicht mehr sehen. Slimer war sogar selten. Oh, eine neue Attacke heute. Oh. Warte mal, für dich oder für den Gegner? Nein, also ich habe noch nie gesehen, dass Mankey Kratzfeuer eingesetzt hat. Das hast du noch nie gesehen? Also, ja, noch nicht in diesem Projekt. Vielleicht doch allgemein noch nie. Weiß ich jetzt gerade nicht. Lange allgemein nicht. Noch nie gesehen? Verwirr mich doch nicht. Mengi setzt es so oft ein. Zumindest nach meinen Erfahrungen. Keine Ahnung, ob das bei dir auch so ist. Es wird höchste Zeit, heil zu gehen. Ich habe nur noch einen einzigen Mogelhieb auf Yokozuna. Ja, die AP ist bei mir auch so. Sind ach, auch schon komm so schon. Ja, okay, ich bin schon da. Und jetzt? Hä, was? Du hast gesagt, ach komm schon. Ach so. Ich bin doch schon da, Mensch. Ich dachte, du bist schon fertig hier. Nein, ich kämpfe gerade gegen den letzten Biker. Ich auch. Gegen Eduard, oder wie der heißt, mit Slimer Level 29. So. Ja. Das kann Verschnitt auch mal wieder one-hitten, ne? Das auf einmal kann gewonnen werden. Aber Macholos mit Schnabel, das ist nicht möglich. Sag mal, warum setzt du bei den Macholos dann nicht Stärke ein? Das ist doch definitiv stärker. Stärke, stärker. Stärke. Das dachte ich mir auch gerade. Oh Gott, ich sehe gerade, ich habe vergessen, Julian zu heilen. Gut, dass das jetzt gerade nicht bestraft wurde. Ich wurde schon wieder vergiftet. Da ist ja gut, dass wir gleich fertig sind. Und Verschnitt ist deswegen auch gleich tot, weil es doch 11 KP hat. Alter, sag mal, ey, ohne Witz. Wenn Smog jetzt auch noch Panzer vergiftet, ne? Leck mich! Das ist nicht euer Ernst! Okay, ich bin durch. Ich fahr jetzt mal nach also rechts. Also so eine Scheiße habe ich ja wohl selten gesehen. Wobei, da dürfen wir ja schon gewesen sein. Huch, da ist ja ein Relaxo. Ach ja, stimmt, das Relaxo. Ach komm, das sprechen wir auch gleich nochmal ein. Wir können ja auch mal sehen, was für ein Pokémon das ist. Ist ja auch nochmal ganz interessant. Gut, wir dürfen es ja eh nicht fangen. Nee, deswegen ja. Ich versuche einfach so schnell wie möglich zu fliehen. Tun Sie dies. Weil ich keine Lust auf weiteren Schaden habe. Was für ein Pokémon ist es denn bei dir? Oha, das dürfte ein Hypno sein. Hypno? Nee, Traumato. Okay, aber fast. Oh, wie süß, ein Traumato. Okay, so. Ich bin jetzt auch beim Relaxo. Oder ich stehe beziehungsweise direkt davor. Warte mal, Pokéflöte spielen? Da oben mit Zerschneider wäre noch ein Doppelkörper, aber ich habe gerade keinen Zerschneider dabei, stelle ich gerade fest. Ja, dann müssen wir das nicht machen. Gut, dann können wir jetzt direkt in die Kampfarena gehen, wenn ich geheilt habe. Warte mal. Ich kenne das, ich kenne den Pokémon-Ruf, das ist doch Vibitis. Ja, das ist Vibitis. Ich hätte einen Vibitis gehabt. So, und dann würde ich sagen, heilen wir und dann geht es ab zu Saffronia City, richtig? Wir sind doch in Saffron. Ach nee, oder? Wir sind in Prismania City. Gut, okay. Krüger, flieg mich mal bitte. Der fliegende Igel. Ich finde das immer so toll. Der fliegende Igel. Ja, ich darf ja dahin laufen zu Saffronia City. Ich kann ja nicht fliegen, aber wie gesagt, das ist kein halt ein Beileid. Minimaler Weg. Ja, das ist ein minimaler Weg, wie gesagt. Ich hab's ja gesagt, das ist mega schnell. Ich bin jetzt schon in Saffronia City. So. Was setzen wir denn nach vorne? Jetzt, bin jetzt in der Kampfarena drin. So. Ich würde sagen, ich bleib bei Murmel, oder? Ja, komm. So, Trainer, Ali hopp. Solange bis wieder Gesichte kommt. Ach, dann soll ruhig Gesichte kommen. Das ist mir Wumpe. Kampf-Pokémon sind bei dir ganz schön übel. Ach, Quatsch. Guck mal, du wirst jetzt gleich sehen, wie ich hier so durchfräse. Die haben keine Chance gegen Murmel, sag ich dir. Mach dir da keine Sorgen. Macholo setzt Gesichter ein. Ach, pff. Da mach ich mir keine Sorgen. Bitte schön. Ach, Quatsch, das ist doch egal. Alles kein Ding. Eben. Ja, nee, bei mir auch gerade. Kampfattacken sind doch sowieso nichts effektiv. Ja, aber Murmel hat ja auch nicht gerade eine gute Verteidigung. Ach, pff.
Keine gute Verteidigung. Mummel überlebt sowas. Guck mal hier, zwei Pokémon hat er schon besiegt, ohne Schaden zu kassieren. Und jetzt kommt Razzaf. Ach komm, Razzaf. Was soll Razzaf schon gegen mich machen? Razzaf? Ach du liebe Zeit. Ja, was soll Razzaf schon gegen mich machen? Gut, dass wir nicht weitergemacht haben letztens. Wieso? Also, dass wir, nachdem wir hier rein sind und festgestellt haben, oh, doch zu stark, dass wir da nicht weitergemacht haben. Natürlich war das gut. Unsere Pokémon waren absolut unter dem Level. Ja. Deswegen, so ein Murmel Level 38, würde ich mal sagen. Irgendwie zieht mir Murmel ein wenig vorbei. Ja, ich versuche gerade den Rest auch irgendwie ein bisschen mitzuleveln. Bin ich auch gerade dabei, tatsächlich. Ja, ich bin schon beim dritten Trainer, ne? Hä? Warum bist du immer so schnell? Ich hab dir doch gesagt, dass ich hier so durchrenne. Bezweifle ich ja auch nicht, aber... Noch ein Mankey, wie süß. Ach, was setze ich da ein? Aber wobei, mit Kampfknochen? Ach, ist ein Mordnet. Und Yokozuna auch Level 35. Boah, ey. Also ich würde sagen, wir haben heute echt gut Level gemacht. Jetzt, wo Togetic nicht mehr da ist, müssen die Level noch nicht so hart verteilt werden. Ja, das sowieso nicht, aber... möchte der Typ da oben auch kämpfen? Also der das weiß ich nicht. Ich hab den nicht angesprochen. Was? Nein, Hilfe! Ich will dich! Was war das denn für ein Geräusch? Wie geil! Ein Angstschrei! Raserei! Bitte hör auf, Rasaf! Oh, das hat sich so schön angehört! Nein, nein, nein! Okay, oh, zum Glück, ey! Weißt du, Rasaf Level 36! Bei wem? Oh! Bei dem rechten Typen! Ja, ich bin auch gerade reingerannt. Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Du weißt, warum ich einen Angstschrei ausgestoßen habe. Oh, oh. Ich kann Sadness verlieren. Alter. Das hat gerade Kreuzhieb eingesetzt. Wenn du Sadness verlierst, gehe ich. Alter, dann gehst du einfach. Ich meine, wir machen nach dem Part eh Schluss. Aber dennoch. Hast du gerade gesagt, wir machen nach dem Part eh Schluss? Ja, das ist halt... Ich werde es auch einfach gehen können. Achso, gut. Okay, ich habe jetzt alle besiegt. Ach ja, und der in der Mitte will auch kämpfen, wollte ich mal ganz kurz anmerken. Ich bin da gerade voll in sein Sichtfeld reingelaufen, der will auch kämpfen. Irgendwie viel zu schnell. Dabei mache ich doch auch gut Schaden. Wir sind tot. Das ist... Was? Das ist mein vollkommener Ernst. Was? Wer ist tot? Wir sind tot. Andi? Level 38 oder so? Der in der Mitte hat zwei Pokémon. Kikli und Nocturne, Level 37. Okay. Okay, wie mache ich das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Ich krieg die Krise. Kikli wird ja wohl kaum jetzt mit irgendeiner anderen Attacke als Kampfattacke eingreifen. Deswegen kann ich Murmel ruhig einsetzen. Oh, du musst mir... Alter, der kann Turmkick! Ich häng mich auf. Alter, scheiß die Wand. Murmel, Hypnose, Treff, danke sehr. Alter. Ah. Alter. Alter. Schwimmen wir hier Blaze Black oder so, oder was ist hier los, ey? Oh, weißt du, ich weiß nicht, ob ich den besiegen kann. Also, das ist wirklich ein harter Mann. Oh, Razzaf, ey. Alter, Scheiße. Ich hab hier Angst. Ich hab hier riesengroße Angst. Aber wenn du den gemacht hast, ich kann doch jetzt nicht... Ich meine, du kannst ihn ja umgehen. Du kannst die Pokémon... Ich hab... Oh, oh Gott, ich hab grad voll geklickt, ohne hinzugucken. Das ist eigentlich gar kein Problem, weil pass auf. Du musst ja nicht gegen ihn kämpfen, um die Pokémon doch zu holen. Weil der steht ja in der Mitte und guckt einfach nur straight nach unten. Aber gibt er dir dann auch die Pokémon? Ich glaube nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich muss erstmal ganz schnell heilen gehen, bevor ich mich da reinwage. Ich hab ihn besiegt. Zwei Pokémon, die ich gut einsetzen kann. Vor allem, du sagst Turmkick. Ja, Turmkick. Gut, dass ich Murmel habe, Alter. Aber ich hab ihn besiegt, wie gesagt. Jetzt hab ich ihn besiegt. Ich habe so Sachen wie Schutzschild auf.
auf Blauser. Oh, stimmt. Das ist eigentlich gar nicht, das ist eigentlich voll gut, stimmt. Das Problem ist, das reicht ja nicht. Und da muss ich irgendwie auswechseln. Also ich stehe jetzt zwischen den beiden Pokémon, ne? Also ich setz erstmal. Der fängt mit Kikli auch an, ne? Ja, ja. Also das Turmkick Kikli. Also ich werde den Kampf jetzt auf jeden Fall noch machen. Das kommt ja gar nicht in Frage, dass ich den auslasse. Dann wünsche ich dir viel Glück bei. Dann, ich bin jetzt mal heilen gegangen und stelle mich dann gleich zwischen den beiden Pokémon und warte, bis du damit fertig bist dann. Danke, dein Pokémon ist wieder topfit. So. Ja, viel Glück, Andi, ne? Danke, wie auch danke. Immer du das machen willst, aber viel Glück. Ich habe schon eine Idee. Ich habe zwei Ideen genau genommen, aber... Zwei Ideen, sagst du? Ja gut, dann Schutzschild, bitte. Das heißt, für die Zuschauer, einmal bitte rüber gucken auf Andi's Screen. Och, jetzt habe ich echt ein Problem. Wieso? Energiefokus. Oh mein Gott. Ja. Hat es daneben geschlagen mit Turmkick? Nein, oder? Nein. Nein. Aber er hat so wenig Schaden selbst gemacht. Trotzdem ist das krass. Er hat sich so wenig Schaden selbst gemacht, dass eigentlich... Gesicht. Ja. Es läuft so gut gerade für dich, das freut mich so sehr, Mann. Julian, ich will nicht, dass was stirbt. Julian, du machst sie kaputt. Ja. Jetzt bist du gerade so unglaublich leise geworden. Jetzt okay, jetzt bist du nochmal. Oh Gott, Alter, wie Alter, gut. Alter, so, Nocchan. Nocchan ist nicht ganz so schlimm. Nocchan hat nicht so viel an physischen Angriff. Du bist gerade unglaublich leise. Ich bin gerade eher laut. Ja, okay, dann kann es sein, dass es bei dir die, wie heißt es mal, Rauchsperrenzuriegelung ist bei Mikrofonen. Gibt es nämlich auch sowas. Ich schreie gerade eher. Ja, es gibt bei Mikrofonen so etwas, wenn man extrem laut wird, dann pegelt das Mikrofon das selber wieder runter. Weißt du, der Witz ist, dass ich gegen Nocchan jetzt mein am tiefsten geleveltes Pokémon gerade einsetze. Oh nein. Donnerschlag, okay, bitte. Alles klar, bitte. 14 KP. Himmelhieb. Das ist nicht so klar. Ja. Alter, ich freue mich so auf den Part, um einfach sehen zu können, was bei dir passiert, Alter. Soll ich dir jetzt schon sagen oder willst du es selber sehen? Ich will's sehen. Ich will's einfach nur sehen. Okay. Ich will's einfach nur sehen. Oh Gott. Okay, gut. Ich stehe jetzt zwischen den beiden Pokémon. Ich würde gerne Nocchan haben, wenn du nichts dagegen hast. Warte mal, welches davon ist überhaupt Nocchan? Ach so! Oh. Man sieht im. Wir sehen das direkt. Genau. Bei okay, das. Also hier steht, möchtest du Nocchan? Kann ich ja nicht nehmen. Und. Okay, ich kann keins von beiden nehmen. Tut mir leid. Nein, wieso? Nein! Leck mich, Andi! Leck mich! Tut mir leid. Anurit! Oh. Und das andere wäre Radfratz, aber Anurit! Ich kann keins von beiden nehmen. Ah, ich nehme trotzdem das Anurit und. Ach, einfach nur. Ach. Ich pack's dann einfach in die Box. Was wäre denn das andere gewesen? Radfratz. Okay. Anurit. Weißt du, der Witz ist, ich habe auch ein Wasser- und ein Normal-Pokémon da stehen. Okay, das ist geil. Ein hastiges Anurit. Ein Mushas und ein Geradax. Oh, okay. Nach diesem Part voller Emotionen. Gott, okay, da beenden wir jetzt mal den Part, würde ich sagen. Ja. Leute, wenn euch dieser Party gefallen hat, würde mich Daumen hoch freuen und supporten. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss, Jakowski, bye. Ja. Wie dieser Kampf ausgegangen ist, du wirst es dann sehen. Ja, ich freue mich. Ich verabschiede mich auch. Tschüss, Leute. Tschüss.